So, ich möchte Ihnen einmal hier zeigen, wie man die Erweiterung des Schulbeispiels zu den Zügen von Christian Schmeiser löst. Und ja, das möchte ich hier am Rechner tun. Wollen wir mal schauen. Ja, genau. Nee, ich möchte keine Vorlage. Jawohl. Okay. Zunächst mal, wir schreiben zunächst mal auf, was da gegeben war. Und in der alten Aufgabe stand hier schon drin, ein Zug fährt von Wien nach Salzburg. Wenn Sie das nicht mögen, stellen Sie sich vor, von Hamburg nach München. Die Gesamtstrecke sind 300 Kilometer. Und der eine Zug fährt mit 80 Stundenkilometer in Wien ab. Und wenn wir nachher sehen, diese 80 sind leider sehr ungünstig auszurechnen, deshalb werde ich Ihnen auch nur eine Skizze machen, wie man das Ganze löst. Und von Salzburg fährt ein Zug mit 100 Stundenkilometer ab. Und die eigentliche Frage, die man häufig eben auch in Schulbüchern sieht es jetzt, wo treffen sich die beiden Züge, und das ist relativ einfach auszurechnen. Das tut der Christian Schmeiser in seinem Skript. Er stellt dann die Frage, wenn man jetzt versucht, das Ganze ein bisschen realistischer zu machen, nämlich nehmen wir mal an, der Zug fährt nicht von jetzt auf nur mit 80 Kilometern los, sondern er beschleunigt langsam bis auf eine Geschwindigkeit von 80 und irgendwo mittendrin, nämlich in Linz, und das soll 180 Kilometer von Wien entfernt sein. In Linz machen die beiden auch noch eine Pause, das heißt, also, da wird nochmal angehalten und da wird auch nochmal abgebremst. Dann wird die ganze Sache erheblich schwieriger. Und das wollen wir uns angucken. Wir wollen nicht tatsächlich diesen Zeitpunkt ausrechnen, aber wir wollen uns mal angucken, wie rechnet man überhaupt einfach nur aus, wo sich der Zug zu welchem Zeitpunkt befindet. Und dann sehen Sie schon, wenn man das weiß, dann kann man die Aufgabe am Ende auch tatsächlich lösen. Okay, also wir nehmen an, der Zug fährt in Wien los zum Zeitpunkt, naja, steht 15 Uhr, aber wir sagen mal zum Zeitpunkt 0. Und er hat am Anfang natürlich da eine Geschwindigkeit von 0 und hat laut Aufgabentext eine konstante Geschwindigkeit, eine konstante Beschleunigung von einem halben Meter pro Quadratsekunde. Das trage ich mal hier ein. Also S von t, das soll mal sein die Position des Zuges auf der Strecke, also des Zuges 1, der in Wien losfährt. Okay, dann wissen wir, naja, am Anfang, zu t gleich 0 soll der Anfang sein. Und am Anfang befindet er sich in Wien und da ist er 0 Kilometer entfernt von Wien, und das sagen wir einfach oder deuten wir an durch S von 0 gleich 0. Dann haben wir am Anfang die Geschwindigkeit 0, das heißt also, wir haben auch V von 0 gleich 0. Am Anfang beschleunigt er mit einer Geschwindigkeit, mit einer Beschleunigung von einem halben Meter pro Quadratsekunde. Das heißt also, Beschleunigung, die nenne ich mal A, die ist ein halber Meter pro Quadratsekunde. Okay, naja, jetzt steht hier was von Meter pro Quadratsekunde. Da bleibt uns nichts anderes über. Diese Kilometer pro Stunde da oben, die müssen wir dann auch irgendwie in Meter pro Sekunde umrechnen. Sonst haben wir hier nachher so einen Einheitensalat. Und das ist der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, leider sind die Zahlen sehr ungünstig gewählt. Sagen wir zunächst mal, was ist 80 Kilometer pro Stunde? Das ist die Höchstgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, in der der Zug fährt. Das rechnen wir zunächst mal um. Das sind also 80.000 Meter pro Stunde, und eine Stunde hat 3600 Sekunden. Das heißt, sind insgesamt 80 mal 1000 durch 3600 Meter pro Sekunde. Und na, wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt keine Lust, das auszurechnen. Das ist einfach meine Maximalgeschwindigkeit V0, mit der der Zug normalerweise fährt. Und das ist, ich werde das hier nicht wirklich ausrechnen.
Okay, gut. Was wissen wir jetzt? Naja, die Beschleunigung ist einen halben Meter pro Quadratsekunde. Da müssen wir uns überhaupt mal erst überlegen, was Beschleunigung eigentlich wirklich bedeutet. Und wir müssen auch überlegen, was Geschwindigkeit eigentlich bedeutet. Und naja, umgangssprachlich ist es sofort klar, wenn ich die Beschleunigung ausrechnen will, fangen wir erstmal mit der Geschwindigkeit an. Wenn ich die Geschwindigkeit ausrechnen will an einem Zeitpunkt t, dann würde ich zunächst mal sagen, naja, ich messe die Strecke, die der Zug gefahren ist zu einem Zeitpunkt t. Dann lasse ich den Zug ein bisschen weiterfahren und zum Beispiel, ich gucke mir an, wo ist er zum Zeitpunkt t plus dt und gucke mir an, welche Strecke er in der Zeit gefahren ist und teile das Ganze durch dt, das heißt also gefahrene Strecke geteilt durch die Zeit, das würde ich als die Geschwindigkeit ansehen. Das heißt, es wäre s von t plus dt minus s von t geteilt durch dt. Okay, wenn die Geschwindigkeit konstant ist, dann ist es völlig egal, wie ich das dt wähle. Ja, dann kommt immer dasselbe raus. Aber naja, wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist, so wie in unserem Fall, wie könnte man dann die Geschwindigkeit an einem Zeitpunkt definieren? Naja, also ich müsste offensichtlich das dt möglichst klein machen. Das heißt also, die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t wäre der Limes für dt gegen 0 von diesem Ausdruck. Gut, unter der Voraussetzung, dass das S tatsächlich differenzierbar ist, was wir hier jetzt mal stillschweigend tun, ist das hier nichts anderes als das S' von t. Und Sie wissen es natürlich alle, was heißt das? Die Geschwindigkeit ist nichts anderes als die Ableitung der Streckenfunktion. Okay, und das werden wir immer so machen und werden wir immer so annehmen in der ganzen Vorlesung. Wenn ich von Geschwindigkeit einer Größe rede, die über die Zeit aufgetragen ist, dann meine ich damit einfach nur die erste Ableitung. Entsprechend können wir uns dasselbe natürlich auch überlegen für die Beschleunigung. Was ist die Beschleunigung? Na, die Beschleunigung ist v von t plus dt minus v von t. Das ist also dann die Änderung der Geschwindigkeit in einem kleinen Intervall von t bis t plus dt. Naja, das ist also, wenn ich das teile durch die Länge dieses Intervalls, dann ist das, naja, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich Geschwindigkeitsänderung pro Zeit und das ist Beschleunigung und das ist tatsächlich mein, ja, mein a von t nenne ich das hier mal. Wir werden nachher sehen, natürlich, das ist tatsächlich auch abhängig von der Zeit. Okay, gut, also die Beschleunigung zum Zeitpunkt t haben wir damit auch. Und natürlich ist es wieder so, uns interessiert das Ganze besonders dann für kleine dt. Das heißt, das Ganze interessiert uns für dt gegen 0. Wenn die Beschleunigung konstant ist, ist es egal, wie ich das dt wähle. Aber wenn die nicht egal ist, ja, dann möchte ich natürlich ein möglichst kleines Zeitintervall da vorne nehmen. Okay, ach so, a von t. Und das ist natürlich nichts anderes als v' von t. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen versaubeutelt. Ja, also ich glaube, Sie wissen, was gemeint ist. Okay, gut. Das heißt also, wir haben zwei, man kann es nennen, eine Differentialgleichung, weil es tatsächlich eine Gleichung ist, in der eine Ableitung drin vorkommt. Letzten Endes ist das die Definition einer Differentialgleichung. Wir haben einmal S' von t gleich V von t. Und naja, wir haben das v von 0 gleich 0. Und wenn Sie sich erinnern an Ihre Analysis-Vorlesung, das ist gerade ein Anfangswertproblem. Ja, wir haben eine Differentialgleichung, nämlich S' von t gleich v von t. Da kommt das S' drin vor. Wir nehmen an, das v ist bekannt. Und wir haben einen Anfangswert gegeben, nämlich v von 0 gleich 0. Und wir möchten wissen, wie geht die Funktion weiter. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Die Lösung einer Differentialgleichung ist immer eine Funktion. Das heißt also, die Lösung wäre hier tatsächlich das S von t. Gut, S' gleich V, das ist die Differentialgleichung, ist natürlich trivial. Das ist nichts anderes, als S ist einfach nur die Stammfunktion von V. Das heißt also, wir können die Lösung sofort hinschreiben, wenn wir das V ausgerechnet haben. Okay, die zweite Differentialgleichung, die wir haben, ist V' von t gleich a von t. Drehen Sie das hier vorne einfach um. Und nehmen wir mal an, wir sind jetzt am Anfang, solange die Geschwindigkeit noch langsamer ist als 80 Kilometer. Das heißt also, in dem Bereich, wo V von t noch kleiner ist als dieses V0, diese Geschwindigkeit, mit der der Zug eigentlich fahren will. In diesem Bereich beschleunigt der Zug und zwar mit der konstanten Beschleunigung ein halber Meter pro Quadratsekunde.
Okay, das heißt also, wir haben die Gleichung V' von t gleich 1 halb. Ich lasse die Einheiten mal sicherheitshalber alle weg. Und wir haben V von 0 gleich 0. Ja, das heißt also, das V ist die Stammfunktion von 1 halb. Und es muss gelten, eine Stammfunktion von 1 halb. Und es muss gelten, V von 0 gleich 0. Und da sehen wir sofort, das Einzige, was das erfüllt, ist V von t gleich x durch 2. Okay, das heißt also, wir können für diesen Anfangszeitraum zumindest mal sofort angeben. Ups, da ist jetzt ein bisschen was passiert. Ich mache es mal wieder groß, sorry. Jawohl. Für diesen Anfangszeitpunkt können wir sofort angeben. Am Anfang hat gleich x durch 2, habe ich da auch noch geschrieben, das ist t durch 2. Ja? Also am Anfang haben wir die Geschwindigkeit t durch 2, zumindest solange die Geschwindigkeit kleiner ist als v0. Okay, wie sieht es in dieser Zeit denn mit der Position aus, an der sich der Zug tatsächlich befindet? Das ist ja das, was uns wirklich interessiert. Und naja, wir haben natürlich hier unsere Differentialgleichung von oben. Das heißt also S' von t, wieder natürlich nur in dem Bereich, wo V von t kleiner ist als V0, gilt S' von t ist V von t. Naja, aber in diesem Bereich haben wir das V von t gerade ausgerechnet. Das ist nichts anderes als t halbe. Und außerdem wissen wir, am Anfang fährt der Zug in Wien los. Das heißt also, die Entfernung von Wien war 0. Und damit gilt, dass S von t ist eine Stammfunktion von t halbe. Und eine davon ist zum Beispiel t Quadrat Viertel. Und wir sehen, jawohl, das erfüllt auch genau unsere Anfangsbedingungen. Das heißt also tatsächlich, am Anfang ist der Ort, an dem sich der Zug befindet, ist S von t gleich t Quadrat durch 4. Naja, und das gilt natürlich nur, solange v von t kleiner ist als v0. Naja, und jetzt müssten wir eine Fallunterscheidung machen. In diesem Bereich wir könnten jetzt ausrechnen, zu welchem Zeitpunkt die Geschwindigkeit erreicht ist. Denn wir wissen ja, v von t ist gleich t durch 2. Das heißt, wir können ausrechnen, wann die Maximalgeschwindigkeit erreicht wird. Nämlich gerade zum Zeitpunkt 2 mal v0. Und also für t gleich 2 mal v0. Zu diesem Zeitpunkt gilt, die Geschwindigkeit ist jetzt gerade normal. Es wird gerade die Normalgeschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt erreicht. Und ja, an diesem Zeitpunkt, wo ist der Zug zu diesem Zeitpunkt? Der ist an der Stelle t Quadrat durch 4, also v0 Quadrat durch 4. Nee, ist gar nicht wahr. Aber aus diesem v von t gleich von ist 2 mal v0, das heißt also zum Zeitpunkt v0 Quadrat befindet sich zum Zeitpunkt t, also 2 mal v0, befindet sich der Zug an der Stelle v0 Quadrat. Okay, an dieser Stelle würden wir eine Fallunterscheidung machen. Ab diesem Punkt bewegt sich der Zug jetzt konstant weiter mit derselben Geschwindigkeit. Das heißt, jetzt wird es ganz einfach. Jetzt brauchen wir einfach nur, das heißt, wo befindet sich der Zug zum Zeitpunkt S von t plus dt für dieses t, das wir gerade ausgerechnet haben. Naja, da befindet sich ja an der Stelle v0 Quadrat. Plus, naja, er bewegt sich ja mit der konstanten Geschwindigkeit v0, also plus dt mal v0 und so weiter. Ja, das heißt also, jetzt können wir wirklich für jeden Zeitpunkt erstmal den Weg angeben. Ja, dann steht, um das noch komplizierter zu machen, steht dann in der Aufgabe tatsächlich, naja, irgendwann bremst dann nochmal wieder ab. Da machen wir genau dasselbe wie gerade, nur eben dann mit einer Verzögerung. Das heißt also, die Beschleunigung ist in diesem Fall negativ. Ja, man macht genau dasselbe nochmal und ich glaube, das ist nicht besonders spannend. Aber das Entscheidende hier, da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Erstmal, wenn man eine Größe hat, die sich in der Zeit verändert, dann ist die Geschwindigkeit, mit der diese Größe sich verändert, ist einfach nichts anderes als die Ableitung. Die Ableitung der Geschwindigkeit ist nichts anderes als die Beschleunigung. Und aus diesen beiden Angaben, aus diesen beiden Formeln können wir, wenn wir Anfangszustände wissen, sofort sagen, naja, wenn die Beschleunigung
gegeben ist, dann können wir daraus erstmal die Geschwindigkeit und anschließend aus der Geschwindigkeit auch noch die tatsächliche Position, also den Wert der Funktion, ausrechnen. Ja, und das werden wir in ein paar weiteren Beispielen tatsächlich auch noch nutzen.